Hallo, Jörg Fuhrmann hier aus Stein am Rhein. Vom Rhein, wie man sieht. Ja, also ein kurzes Video zum Thema konfrontiere dich mit deinen Ängsten, mit deinen Schattenseiten und mit den Dingen, die dich einfach herausfordern. Vielleicht ist das für dich auch ein Ansporn, dir für 2019 etwas vorzunehmen, wo du das Gefühl hast, das könnte dich an eine Grenze bringen, könnte dich in Kontakt bringen mit den Dingen, die dich herausfordern, die es dir vielleicht schwierig machen, an diese Grenzen zu gehen. Ich habe in meinem Leben immer wieder als Therapeut auch bestimmte Grenzen gesucht und ausgedehnt, weil ich einfach schauen wollte, auch wie mein Bewusstsein auf diese Dinge reagiert. Dazu zählte zum Beispiel dieses Initiationsritual in Südamerika bei den Kopfjägern oder in Nepal, wo wir diese Wanderung gemacht haben, diese Pilgerwanderung auf die auf den Kalinchok Berggipfel im Monsun. Und da habe ich auch mit einem Feuerschamanen zusammengearbeitet und da wurde dann auch so ein Heißwasserritual gemacht mit kochendem Wasser, 15 Minuten, quasi die ganze Zeit konstant beschüttet zu werden. Ja, und da hatte ich natürlich auch erstmal Angst vor und das war aber dann mit einer bestimmten Methode eben machbar, das auszuhalten, auch ohne Verbrennungen zu überstehen. Genau, und ein weiterer Aspekt, denke ich, ist halt eine gewisse Präsenz, eine Achtsamkeit für das Hier und Jetzt und auch dann für die automatischen Prozesse, die dann in einem angestoßen werden und die dann ablaufen im Hier und Jetzt. Also, weil das kriegen wir meistens nicht mit und wir gehen ständig in unsere Filme rein und lassen uns dann in die Enge treiben von uns selbst oder von inneren Instanzen in uns selbst. Ja, womit ich seit einiger Zeit jetzt arbeite, ist mit der Kälte. Und die Kälte, finde ich, ist ein sehr, sehr guter Lehrer oder ein Lehrmeister. Gestern Abend hat es geschneit. Jetzt hier am See oder am Fluss ist schon weg. Aber da hinten auf den Dächern sieht man noch den Schnee. Und ich gehe jetzt halt regelmäßig in den Rhein und setze mich der Kälte eben aus. Das hat Pfarrer Kneipp schon gesagt, dass das A gut ist und B also gesund ist und das ganze Immunsystem aktiviert und B ist es eben in nordischen Kulturen nach wie vor Standard, das zu tun. Ja, die machen das sowieso, die sägen Löcher ins Eis und springen dann rein. Ne? Und mit Hilfe bestimmter Atemmethoden, wie beispielsweise Wim Hof oder anderen, ist es eben auch möglich, das sehr gut zu trainieren. Genau. Ja, dann wollen wir mal. Ist kalt, gar keine Frage, aber mit einer bestimmten Haltung, Präsenz, Achtsamkeit und auch einem bestimmten Bewusstsein für deinen Atemprozess kannst du diese Dinge, diese Extreme steuern. Und das ist total wichtig, diese Erfahrung zu machen, also körperlich, um es dann auch psychisch wieder umsetzen zu können. Und das fehlt ganz häufig, das habe ich in anderen Videos ja auch schon gesagt, das fehlt ganz häufig der heutigen Therapie, dass da viel zu viel
nur auf der mentalen Ebene gemacht wird. Also die mentale Ebene ist wichtig als Vorbereitung, ganz klar. Aber es ist eben nicht alles. Und die Resonanz, die Feedbackschleife, die der Körper eben braucht, und die du vom Körper wiederum auf den Geist, mit dem Geist verkoppeln kannst, die ist eben dafür ganz, ganz entscheidend für einen nachhaltigen Erfolg. Das heißt, wir sind ja verkörperte Wesen und wir haben ja nun mal diesen Körper. Und das ist, wir sind in diesem Körper und wir müssen also den Körper, müssen, ist immer so anstrengend, wir dürfen den Körper nutzen als ein Werkzeug oder Tool, auch für unser mentales und geistiges Wachstum. Und ja, beim Ausdehnen dieser Grenzen wünsche ich allen einfach viel, ja, viel Freude, viel Spaß, viel Neugier und viel Kraft. Und vielleicht beginnt der ein oder andere jetzt ja mal morgens mit einer kleinen kalten Dusche oder wechselt zumindest von einer warmen Dusche auf eine kalte Dusche zum Abschluss. Also, in diesem Sinne, wunderschöne sonnige Grüße vom kalten Rhein. Jörg Fuhrmann. Ciao.